im heutigen Video werden wir einfach mal gegen The Beast Hide and Seek spielen. Allerdings weiß er nicht, dass wir einfach mal eine ganz bestimmte Mod installiert haben. Und zwar habe ich hier überall auf der Map Kameras platziert. Ihr seht, ich kann ganz normal auf diese Kameras zugreifen. Das heißt, wenn der Beast sich gleich versteckt, kann ich mich einfach mal umschauen, wo er hinläuft. Also ich habe an allen möglichen Stellen Kameras platziert. Hier vorne habe ich zum Beispiel eine Kamera platziert. Hier am Anker habe ich eine Kamera platziert. Also das ist übrigens die Map von SpongeBob, für die Leute, die es vielleicht gesehen haben. Also richtig, richtig verrückt. Ich bin gespannt, ob der Prank klappt oder nicht. Lasst doch gerne ein Like da, lasst ein Abo da für mehr solche Hide-and-Seek-Pranks. Und jetzt let's go. Moin Beats, willkommen beim Hide-and-Seek-Battle. Moin Pat, ich heiße dich auch herzlich willkommen. Herzlich willkommen. So, ich würde sagen, wir starten noch sofort los. Hide-and-Seek, Leute, auf einer SpongeBob-Map. Und ich würde sagen, wer will suchen, wer versteckt sich? Ich würde eigentlich sagen, ich kann ruhig suchen zuerst, wenn du willst. Ja, der Cheater. Okay, tschüss. Wir machen das jetzt so, dass wir quasi hier in dieser Kammer immer zählen. Ungefähr 30 Sekunden. Also ich stelle jetzt einen Timer ein und dann würde ich sagen, Beats, ja, die Zeit beginnt genau jetzt für mich zum Zählen und ich kann nach diesen 30 Sekunden dich dann einmal suchen gehen. So, ich gucke jetzt in der Zwischenzeit die ganze Zeit auf dem Boden. Ich kann nicht bis 30 zählen. Du kannst nicht bis 30 zählen, okay. Das ist aber schlecht, weißt du das? Ne. Doch, das ist sehr, sehr schlecht, weißt du das? Ich hab's bislang noch nicht gebraucht in meinem Leben. Du hast noch nicht bis 30 zu zählen, oder was? Nee, hab ich immer ohne geschafft. Okay, und wie machst du es dann sonst? Also ich zähle dreimal bis 10. Dreimal bis 10 zählst du? Ja. Okay. Okay, jetzt ist der Timer auf jeden Fall vorbei. Das heißt, jetzt sneakst du, weil wir haben auf diesem Server nichts. Ja, wie soll ich sagen? Wir wollten eigentlich deaktivieren, dass wir gucken können, wo der andere Nametag ist. Aber das Problem ist, das haben wir irgendwie nicht hinbekommen. Keine Ahnung, funktioniert nicht richtig. Dementsprechend müssen wir sneaken. Da sieht man ja den anderen Namen sowieso nicht. Aber ich würde sagen, ich suche dich dann jetzt einfach mal, Beats, ne? Ich bin echt gespannt, wo du dich versteckt hast, ne? Viel Glück, mein Freund. Wir gucken mal. Ich sag, du findest mich nicht. Ich finde dich nicht, sagst du? Ja. Warum denkst du das? Wie viel Zeit hast du denn? 5 Minuten Zeit, habe ich gedacht, ne? Du musst in 3 Minuten schlafen. 3 Minuten schon schlafen? Ja. Oh, ist aber nicht so gut, hör mal. Na gut, mal schauen, ob wir den Beats jetzt so finden werden oder nicht finden werden, aber Map ist geil, oder? Also Leute, schreibt mal gerne in die Kommentare, was euer Lieblingscharakter ist von SpongeBob. Also ich habe natürlich Patrick am meisten gefeiert, ist ja ganz klar, ne? Vor 4 Minuten habe ich theoretisch noch Zeit. Wir haben uns übrigens auch beide eine Swiftness Potion gegeben. Ich merke gerade, ich bin noch im Creative-Modus, aber ist ja auch eigentlich egal. Gecheatet, gecheatet. Ja, nein, nein. Ich krieg eine Minute dazu. Ja, ja, ja. Okay, also hier haben wir auch noch die Kuppel von Sandy am Start, ne? Aber du hast, glaube ich, echt ein gutes Versteck ausgewählt. Oder die Map ist einfach groß, ne? Ist ja ganz klar, ja, ne? Ja, die ist auch groß, muss man zugeben. Ja. Ich weiß auch nicht, aber auch gut. Ja, das werden wir gleich sehen, ne? Das werden wir auf jeden Fall gleich sehen, ob wir dich jetzt finden werden oder nicht, ne? Das bleibt natürlich hier auch die entscheidende Frage, sag ich mal, ne? Und ja, gut. Du bist auf jeden Fall nicht in Sandys Kuppel. Das können wir auf jeden Fall so festhalten, sage ich mal, ne? Okay, so. Wenn du das sagst, dann wird das so, wohl stimmen. Was haben wir hier? Hier haben wir noch solche komischen anderen Häuser. Da haben wir die Krosse Krabbe Pizza. Ist die Pizza für dich und mich. Leute, die Krosse Krabbe ist auf jeden Fall beste. So, hier haben wir sogar einen Burgerkopf am Start, sehe ich gerade, ne? Kann man hier irgendwie hoch? Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, so ein kleines Jump'n'Run, kann das sein? Ah, warte mal, wie kann man hier hoch oder was? Ja, sieht ganz gut aus. Hier. Oder wie, oder? Da ist die Leiter, sehe ich gerade. Oh, oh, oh. Jetzt sehen wir, hier ist nichts. Ja, du verarscht mich eh, ey, hör auf damit. In der Krossen Krabbe ist der Beats nicht. Kann ich aber hier hochklettern? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt hier. Wobei, da ist ein Loch. Okay, da habe ich auch noch was gesehen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen verdächtig, ne? Ach, so. Pat, da ist nichts Verdächtiges. Da ist nichts Verdächtiges, sagt er. Okay, und? Oh nein, Pat kommt. Oh nein, Pat kommt. Oh. Okay, hier ist er. Lol, du bist doch hier. So, Beats, jetzt habe ich dich aber. Hör mal, ne? So. Aber gutes Versteck. Ja, auf jeden Fall ein gutes Versteck. Warte, also. Ich habe erstmal gehofft, dass du die Leiter nicht siehst. Hast du die am Ende doch gesehen? Ja, die Leiter war auch ein bisschen versteckt. Da hast du auf jeden Fall recht. Aber gut, so viel dazu. Das heißt, jetzt bin ich an der Reihe, mich zu verstecken. Ich würde sagen, wir starten hast wieder die beide. Hast du geguckt? Ja, ja, du hast noch 2 Minuten 16 Zeit, Theorie, am Ende. Das ist falsch. Hä, warum? Wir waren schon bei 7 Minuten. Ja, komm. Du hast auf. Das nur so geschnitten. Ja, ist klar. So, dann würde ich sagen, Beats, ich würde sagen, ich stelle einfach mal den Timer für dich ein, ganz kurz. Dann geht es los, exakt jetzt. Und du kannst in 30 Sekunden dann anfangen, mich zu suchen. Bin echt mal gespannt, ob du mich finden wirst oder nicht. Ich habe mir die Map übrigens selbst noch nicht angeschaut, also wirklich jetzt. Ich habe keine Ahnung,
ob es hier irgendwo gute Verstecke gibt oder nicht. Aber ich dachte mir, SpongeBob-Map ist ganz nice. Und ich habe die Vermutung, 30 Sekunden ist gar nicht mal so viel Zeit zum Verstecken. Aber ja, gut. Müssen wir jetzt das Beste daraus machen, sage ich mal. So, ich verstecke mich einfach mal hier, würde ich sagen. Und jetzt ist die Zeit vorbei, Beats. Du kannst mich auch suchen kommen, würde ich sagen. Ne? Da habe ich dich. Hast du mich schon? Ja. Ah, okay, das ging ja sehr, sehr schnell. So, mal gucken, ob der Beats mich finden wird, ne? Und so. So, man kann nicht in alle Häuser reingehen, habe ich gesehen. Ja, das kann man tatsächlich wirklich nicht. Also man kann nur in ganz bestimmte Häuser reingehen. Und in einigen Häusern ist es auch so, du kannst zwar reingehen, aber wenn du halt reingehst, dann siehst du dann nur irgendwie recht wenig, glaube ich. Also hatte ich zumindest so den Eindruck. Aber naja, so ist es halt, ne? Du bist denn gerade? Ja, du siehst mich doch. Tu ja. Gar nicht erst so. Warum sehe ich dich? Ja, du weißt doch, wo ich bin. Ich weiß, wo du bist. Wo bist du denn? Gleich bei dir. Aua, scheiße. Gleich bist du bei mir. Ich bin also, gleich bei dir. Also noch... Ich weiß, dass du hier oben drauf bist, da bin ich mir ziemlich sicher. Wo oben drauf bin? Du hast dich verraten, Pat. Wo habe ich mich verraten? Darf ich dir nicht. Das verstehe ich aber nicht, ehrlich gesagt. Pat? Wolltest du mich gerade Pat nennen? Hör doch auf, mich zu beleidigen, Mann. Hä? Was ist das denn? So, da komme ich doch hier drauf, oder? Jawohl. Oh, okay. Ich hab einen Run geschafft. Hier bist du safe oben. Du bist sowas von safe. Wo bin ich safe oben? Auf dem Anker. Auf dem Anker bin ich? Ja. Okay, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auf dem Anker drauf. Man weiß es nicht, ne? Ich werde dich kriegen. Hä, und wo bist du jetzt am Anker? Ja, bei dir. Bei mir? Aha. Oh, hier ist eine Sicherheitskamera. Vielleicht wegen der Mod. Ja, auf jeden Fall. Du nicht hier bist. Hä? Du bist nicht hier? Ich bin nicht da. Oh Mann, hat so lange gedauert, hier hochzukommen. Warst du so lange da oben, oder was? Mhm. Okay, jetzt sehe ich dich da laufen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich auch auf dem Anker drauf, man weiß es nicht, ne? Das wäre echt gut, wenn du da bist, aber ich glaube tatsächlich, du bist da doch. Ich finde eigentlich, mein Versteck ist gar nicht so gut. Ehrlich gesagt. Okay. Also keine Ahnung. Dann stehst du einfach nur so random hinter Plankton rum? Nee. Nein. Also Algen, nicht hinter dem Plankton. Oh, ich habe übrigens vergessen, meinen Timer auf 5 Minuten jetzt zu stellen, aber ja, ich denke mal, so eine halbe Minute ist ungefähr erst vorbei. Ja, wahrscheinlich. Ich denke mal so um die, noch so 2,5 Minuten Zeit. Ich denke was? Mal, das, ja, 2,5 Minuten, ja, safe. Hey, Pat, du bist so ein Betrüger. Das kommt safe hin, 2,5 Minuten. Ich sag nie im Leben. Ich sag erstmal so 1,5 waren vorbei. Nein, das kommt nicht hin, Quatsch. Das ist gelogen. Dann mach wenigstens 3 daraus. Ja. Auf Ehrenbruderbasis 3. 3 Minuten, sagst du? Na, okay. Also jetzt hast du noch 2,11. Noch 3 Minuten, okay. Ja, ja. Wo bist du jetzt gerade? Sag ich dir nicht. Wie, warum nicht? Ich vertraue dir nicht. Mhm. Ja, ich sag mal so, aktuell sehe ich dich auch nicht wirklich. Also keine Ahnung, wo du sein könntest, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber bei mir bist du auf jeden Fall schon mal nicht in der Nähe, ne? Da du Patrick-Fan bist, bist du bestimmt in seinem Steinchen. Oh, jetzt hast du mich ertappt. Jetzt hast du mich aber ertappt. Jetzt allerspätestens hast du mich ertappt, Mensch. Nee, hier war kein gutes Versteck. Na, vielleicht habe ich mich Alter, da doch... Alter, wenn du jetzt einfach auf meinem Versteck bist, in meinem Versteck wärst, das wäre krass. Ja, vielleicht bin ich da ja sogar drin. Kann ja auch sein, ne? Ist natürlich so eine Sache. Aber, wie gesagt, aktuell sehe ich dich immer noch nicht. Na, jetzt ist es gelungen. Was? Ich gehe doch gerade hoch zu dir. Zu mir hoch gehst du gerade? Aha. Oh nein, jetzt hast du mich ja fast, Beats. Das ist ja ärgerlich, hör mal. Ja, ja, das sind schon die Psychotricks hier. Ich weiß doch. Na. Ich weiß doch, dass du jetzt gleich hier oben bist. Bitte, Beats, komm nicht hier hoch. Nein, ey, Mann. Jetzt hast du mich gleich ertappt. Also theoretisch hättest du jetzt noch 55 Sekunden Zeit. Theoretisch. Aber zum Glück leben wir in der Praxis. Ja, kommst du jetzt da hoch oder wie sieht's aus? Ich kann also, hier nicht weiter hoch, das ist Maximum. Du kannst nicht weiter hoch. Aber wie bin ich denn da ganz nach oben gekommen? Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen gerade komisch, ne? Dass ich das geschafft habe und du nicht. Aber gut. 36 Sekunden hast du noch theoretisch Zeit. Dann ist der Timer auch vorbei, mein Freund. Da. Oh Gott, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht wirklich gerade überhaupt nicht gut aus für dich. Aber für mich sieht es natürlich dementsprechend gut aus, ne? Sagen wir es mal so. Alter, man kann auf jedes Gebäude einfach drauf. Es ist sowas. Ja, okay. Das ist schon eigentlich, vielleicht sollte man irgendwie sagen, nicht auf Gebäude drauf oder sowas. Aber naja, gut, also 9 Sekunden. Das heißt, der Timer ist vorbei. Weißt du, wo ich mich jetzt versteckt habe? Nein, wäre komisch, wenn ich es wüsste, sag mal ehrlich. Ich bin in Sandys Kuppel. Also es war eigentlich voll das war einfach voll das schlechte Versteck, finde ich, aber gut. Ah, ich war nicht in Sandys Kuppel drin, ne? Ja, das warst du auch nicht drin. Ach, Mann. Ich würde sagen, einen Versuch gebe ich dir noch. Okay, du lass dich noch einmal verstecken. Mal gucken, nice. Ob du dich jetzt besser schlagen wirst oder nicht, ne? Ich gehe mal jetzt wieder auf Position. Boah, Sandy, Beats.
Pizza. Ich bin so lost, ich habe aus Versehen meine Kamera gelöscht, ey. Mist, jetzt kann ich den gar nicht mehr pranken, den Beats. Oh, wie lost ist das denn? Oh mein Gott. Ah, ist egal, dann lassen wir es, glaube ich, Leute. Egal. Bye. Warte, ich muss anders. Okay, das muss ausreichen, Leute. Ist egal. Also ich habe jetzt nur zwei Kamerasichten, aber ist egal. Ich will den Beats ja nur ein bisschen pranken, dass ich den halt super schnell finde. So, egal. Ist halt doof gelaufen. Jetzt geht's weiter, Leute. Timer beginnt. Genau jetzt. So, du darfst dich jetzt verstecken. Ich habe dir sogar 40 Sekunden Zeit gegeben, weil ich ein netter Bursche bin. Mhm. So, und mal gucken, wo du dich jetzt verstecken wirst. Denkst du, du hast eine Chance, Beats? Hä? Denkst du, du hast ein gutes Versteck? Ich habe noch kein Versteck. Noch? Ja, aber warte. Denkst du, du wirst ein gutes Versteck finden, oder was? Ja. Okay. Ich habe ein Versteck. Hast du dich versteckt? Ja. Also okay. Du brauchst nicht auf den Timer warten, du kannst loslegen. Ich lege dann einfach mal los, würde ich sagen. Ey, so. Soll ich dir mal sagen, was für ein Gefühl ich habe? Was? Läuft der Timer? Ja. Du hast mit irgendeinem Hack geguckt, wo ich mich versteckt habe, und jetzt kommst du direkt hier rein und machst so auf Joke so, ich habe dich so schnell gefunden. Hä? Wie soll das gehen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl. Nee, habe ich echt nicht, leider. Okay. Aber wäre eigentlich cool. Ja, dann bin ich mal gespannt. Weißt du, was das Problem ist, Beats? Du liegst ganz richtig. Was? Mann, ey, das ist so dumm gewesen. Weißt du, was passiert ist? Ja. Ich habe eine versteckte Kamera installiert, also mehrere. Deswegen waren auch diese Kameras befestigt an der Wand. Aber bei der ersten Runde hast du die nicht benutzt, oder? Doch, habe ich. Hey, weil der war auch hey, aber guck mal, Beats, bist du... Also, das verstehe ich jetzt ehrlich nicht, ne? Guck mal, du bist hier vor die Kamera gesprungen die ganze Zeit. Ist das nicht aufgefallen? Ja, doch. Aber ich wusste doch nicht, dass du die Kamera beobachtest. Ach so. Ich dachte, die wären so Deko. Ich habe extra so getan, als hätte ich das nicht so gecheckt, weil es... Also, nee, was laber ich da? Ich habe extra so getan, als hätte ich nicht so gewusst, wo du ungefähr bist, weißt du? Also, ich wusste sofort, dass du hier oben drauf bist. So. Ja. Und das Doofe war, als ich in der Kuppel war, war ich auch die ganze Zeit entsneakt. Also, weil ich ja die ganze Zeit auf die Kamera geguckt habe, wo du so läufst, weißt du? Ich habe deinen Namen aber nicht gesehen. Ja, das war ganz gut. Da hatte ich Glück, weil das halt so ich war hinter dem Glas. Ich war ja auch nicht Glas... in der Nähe der Kuppel. Ich bin da irgendwie entlang gelaufen. Ja, ich bin genau die andere Richtung gelaufen. Und jetzt ist mir, weißt du, was mir jetzt passiert ist? Ich habe die Kamera, also diesen Kameramonitor-Szenen gelöscht und deswegen sind alle Kameras weg gewesen, verstehst du? Ja, ach, Mann, deswegen wusste ich jetzt nicht am Ende, wo du bist. Ich gerochen, irgendwas hast du vor. Ja, ey, voll ärgerlich, Mann. Gut, aber Leute, das war doch ein lustiges Video, Beats. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall mit dir. Hast du mein letztes Versteck jetzt nicht gesehen? Nee, wo warst du? Boah, das war mega. Ja, wo warst du? Kannst du jetzt nochmal zeigen. Ich zeig dir jetzt das Mega-Versteck, okay? Komm mit. Das hättest du wahrscheinlich nicht mal mit deinen Kameras gesehen. Ja, ich hab's auch nicht gesehen, also hätte ich die vier Kameras kaputt. Ich war hier. Ach, deswegen habe ich es nicht gesehen, weil ich nur die zwei. Ah, oh, ja. Fuck, jetzt habe ich die kaputt gemacht. Komm mal auf die andere Seite, warte. Mhm. Ich bin auch von der anderen Seite reingegangen. Ah, ne, das war nicht hier. Das war hier. Hier, glaube ja. ich. Ja. Siehst du mich? Ja. So, ah, hier, lol. Zack. Da kannst du hier drunter und hier war ich versteckt, Junge. Lol, okay, das so ist echt OP. Gut. Ja. Ja, das ist echt gut. Not bad. Gut, Leute, in dem Sinne, das wäre es gewesen mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, dann lasst ein Abo, da schaut beim Beats vorbei und checkt das gestrige Video hier einmal ab. Es lohnt sich, Leute. Glaubt mir.